bist du ja. Als ich Polizist auf Parkella war, musste ich mich mit Papierkram rumschlagen, nur um einen Betrüger- oder Sklavenhändler dingfest zu machen. Leute, die eindeutig schuldig waren. Ich habe mich dem Imperium angeschlossen, weil ich so für das wirklich Wichtige sorgen kann. Gerechtigkeit in der Galaxis. Einen Teil zu fliegen ist gefährlicher als Verbrecher zu jagen. Jedes Mal, wenn ich den Hangar verlasse, weiß ich, dass es mein letztes Mal sein könnte. Aber ich kehre immer zurück. Ich bin Diskussionen über die Moralität des Imperiums leid. Sogar Piloten stellen das Imperium in Frage. Sie zweifeln an unseren Methoden, doch sie vergessen dabei stets eine Kleinigkeit. Es ist ganz einfach. Wir sind stark. Also bestimmen wir, was richtig und was falsch ist. Wenn du da draußen bist, darfst du nie vergessen, dass du darüber entscheidest, wer lebt und wer stirbt. Diese Stärke hast du dir verdient. Los jetzt. Unser Captain wartet. Es ist geschafft. Wir haben Vanguard in die Enge gedrängt. Lyndon Javes hat seinen letzten Fehler begangen. Angeblich wird Lyndon selbst am Kampf teilnehmen. Zudem wird er die gleiche Rebellenstaffel anführen, die wir in Mon Cala dezimiert haben. Das ist einer seiner Schachzüge. Lyndon hofft darauf, dass ich leichtsinnig werde. Er glaubt, mich zu kennen. Er liegt falsch. Den Köder schlucken wir nicht. Die Titanstaffel wird sich auf unser wahres Ziel konzentrieren. Den Starhawk. Admiral Sloan zählt auf uns. Ich wünschte, ich könnte Lyndon persönlich ausschalten. Doch als Commander ist meine Waffe die Staffel. Nicht der Jäger. Los. Schließt eure Mission ab. Und wenn ihr Lyndon im Visier habt, zögert nicht, ihn ein für alle Mal auszuschalten. Es ist soweit, Titanstaffel. Unser Sieg ist zum Greifen nah. Die Temperance hat sich von der Rebellenflotte gelöst, aber egal. Wir konzentrieren uns auf den Starhawk. Dank der Verstärkung von Admiral Sloan haben wir ihn umzingelt. Der Starhawk hat verheerenden Schaden durch unseren Baradium-Angriff davongetragen und keine Gelegenheit für Reparaturen gehabt. Wenn ich mich nicht irre, sollte ein gezielter Treffer auf den Kern des Traktorstrahls das Schiff zu einer tickenden Zeitbombe machen. Es wird nicht leicht, an den Starhawk heranzukommen. Die Rebellen waren in der Lage, ebenfalls Verstärkung anzufordern, und zwar von der Amboss-Staffel. Lyndon Javes führt die Amboss-Staffel höchstpersönlich an. Amboss wurde bei Mon Cala schwer dezimiert, doch sie haben noch intakte Sternjäger. Sie sinnen auf Rache. Vernichtet sie. Außerdem haben sie eine Nebulon-B-Fregatte. Wir haben für euch einen Raider abkommandiert. Sobald ihr den Starhawk erreicht, müsst ihr seine Panzerung durchbrechen, um den Kern anzugreifen. Unsere Scans haben ergeben, dass sich eine nicht explodierte Baradium-Rakete im Rumpf des Starhawks befindet. Nutzt das. Sobald der Rumpf durchbrochen ist, kann ein einzelner Jäger in den Starhawk fliegen, um den Kern des Traktorstrahls anzugreifen. Wir wissen nicht, was euch im Inneren erwartet. Tut, was nötig ist, um den Kern zu überladen, und flüchtet anschließend zurück zur Overseer, solange euch die Zeit dazu bleibt. All unsere Arbeit, alles, was wir aufgeopfert haben, führte zu diesem Moment, Titan. Lasst euch jetzt nicht von Lyndon Javes aufhalten. Es ist soweit. Wenn wir den Starhawk zerstören, macht uns das zu Helden. Zu einflussreichen Helden. Eine kluge Person könnte sich diesen Einfluss zunutze machen. Vielleicht Berater für Admiral Sloan werden. Und sobald man im Herzen des Imperiums ist, kann man es lenken. Von dem Augenblick an ist alles möglich. Selbst das Legen von Grundsteinen für einen neuen Senat. Wir müssen jetzt nur gewinnen. Oh, keine Sorge. Ich habe unser Ziel nicht aus den Augen verloren. Aber hierbei geht es um mehr als nur das Ende eines Krieges. Es geht um eine wahre Zukunft für das Imperium jenseits von Todessternen und Rebellen. Dafür kämpfe ich.
Egal wofür du kämpfst, denk heute fest daran. Captain, es wäre verantwortungslos, nicht zu erwähnen, dass unsere Siegchancen diesmal geringer sind. Willst du andeuten, dass die Titanstaffel nicht mit einer schwer angeschlagenen Rebellenflotte klarkommt? Oh. Nein, natürlich nicht. Die bisherigen Erfolge sind beachtlich. Aber die Rebellen sind verzweifelt. Das macht sie besonders gefährlich. Eine gerechtfertigte Anmerkung, LT-514. Du wirst sie bestimmt nicht vergessen. Ich wollte auf diesem Posten erleben, wie Staffeltaktiken im Einsatz wirklich funktionieren und stellte fest, wie wenig ich tatsächlich wusste. Aber nun verfüge ich über genug Material, um eine ganze Datenbank über die Titanstaffel zu füllen und über dich. Deine Jagd auf die Rebellen war nicht nur lehrreich, sondern auch unterhaltsam. Danke, es war mir eine Ehre, dem beiwohnen zu dürfen. Du hast dich als unersetzlich erwiesen. Die Titanstaffel wäre ohne dich nicht dieselbe. Als ich um deinen Dienst bat, bist du dem Ruf ohne zu zögern gefolgt. Das werde ich nicht vergessen. Die Schlacht ruft. Enttäusche mich nicht. Die Ambusstaffel macht keinen Unterschied. Sobald der Starhawk weg ist, sind wir dem Ende des Krieges einen Schritt näher. Aber wenn der Krieg endet, heißt das nicht, dass unsere Pflicht zu Ende ist, nicht wahr? Captain Carroll mag sich damit zufrieden geben, den Starhawk zu zerstören. Aber es ist nur ein einziges Schiff. Die Feinde des Imperiums lauern überall in der Galaxis. Wenn es sein muss, kümmere ich mich selbst drum. Eine gute Beschäftigung für meinen Ruhestand. Bringen wir es zu Ende. Der Krieg wird weitergehen. Er endet nicht mit Endor. Er wird auch nicht mit dem Starhawk enden. Egal, was wir zerstören, irgendwann wird es wieder auferstehen. So ist es immer. Und man wird immer Soldaten brauchen. Piloten. Ein ungeschriebenes Gesetz. Egal ob Rebellen oder Republik. Wir kennen unsere Pflicht. Und schöpfen Kraft daraus. Du fliegst. Ich folge. Es ist soweit. Captain Carroll lässt dir die freie Wahl zwischen einem Teil Jäger, Bomber oder Abfangjäger. Wie kannst du es wagen, von Scham zu sprechen? Titan ist meine Waffe. Mit ihr werde ich dir...
für die Rettung. Thank you.
Wir verteidigen die Schwachstelle. Ist der Star. Jawohl, für das Imperium. Keine Schilde. Genau.
genau wie mein erster Teil. Mal sehen, wie gut du damit bist. Bring es zu Ende, Titan 3. Sofort! Was hättest du erreichen können, wenn du bei Foster Haven einfach gegangen wärst, Teresa? Das ist also dein Vermächtnis, Wilhelm. Ein brennendes Wort über eine Zerstörung. Titanstaffel. Dank Admiral Sloans unfehlbarer Unterstützung liegt Projekt Starhawk in Trümmern. Die Vanguard-Staffel wird ausgelöscht. Die Ideale des Imperiums haben obsiegt. Loyalität, Pflichtgefühl, Disziplin. Und dank unseres neuen Champions werden wir nun noch größere Höhen erklimmen. Titan 3 wurde befördert. Mit allen Ehren. Gut gemacht. Dich erwartet eine glänzende Zukunft beim Imperium. Stolz verkünde ich, dass der Tod von Lyndon Javes eine Nachricht an alle sendet, die uns verraten wollen. Ganz gleich, wo jemand gegen das Imperium aufbegehrt, die Titan-Staffel wartet. Koste es, was es wolle. Dieser Krieg ist unsere Feuerprobe. Wir werden siegreich aus ihr hervorgehen. Und diese neue Republik in die Knie zwingen.